Herzlich willkommen in der Vella Mater. Wie Sie sehen, dreht sich heute das ganze Thema um den Bereich der Temperaturen in der Küche. Temperaturen hört sich zum ersten ja recht langweilig an, weil was hören wir mit den Temperaturen direkt? Dann allerdings, wenn man sich das ganze System ein bisschen anschaut. Ich habe ja eine wunderbare Tafel erstellt. Einfach nur ein paar Fixpunkte. Natürlich alle Temperaturen, alle relevanten Temperaturen. Kann man nicht aufschreiben, da wäre die Tafel unendlich lang, unübersichtlich. Temperaturen sind verdammt wichtig in der Küche. Nicht umsonst ist das Thermometer eigentlich quasi immer, auch wenn man es gar nicht mal direkt bemerkt, eigentlich beim Kochen dabei. Die Physik, die Chemie des Kochens, des Garens beruht auf der Temperatur. Wir haben Temperaturen von bis zu minus 196 Grad. Sie sehen es hier, der flüssige Stickstoff kann minus 196 Grad kalt sein, dann haben wir natürlich die normalen Temperaturen, Zimmertemperatur 19 bis 22 Grad plus. Den normalen Gefrierpunkt des Wassers, der liegt bei plus minus 0 Grad. Mineralien auch abhängig. Dann haben wir gesalzenes Eiswasser. Wir haben hier Eis gefroren. Das Eis natürlich hängt davon ab, wie viel Grad man das Ganze gefriert. Wenn man das allerdings jetzt das Ganze Salz hinzufügt, Natriumchlorid, beginnt es gleich eine chemische Reaktion. Und zwar beginnt das Ganze an zu tauen. Es verflüssigt sich durch dieses Verflüssigen, diese Viskositätsumwandlung, wird das ganze Eis flüssig und es braucht Energie. Diese Energie benötigt es, zieht es sich und somit wird die Temperatur erneut um 15 bis 17 Grad minus, also gesenkt. Und dann haben wir ungefähr das Eiswasser nochmal 15 bis 17 Grad kälter. Natürlich der Vorteil dabei, man kann einen größeren Temperaturaustausch machen, wenn man etwas blanchieren möchte oder so. Dann haben wir natürlich aber auch komplette normale Temperaturen, die Körpertemperatur, die Temperatur der Schokolade, natürlich auch vom Fettgehalt abhängig. Bitterschokolade schmelzt auf einer höheren Temperatur als Vollmilchschokolade, so wie weiße Schokolade. Zwischen 32 und 29 Grad liegt diese. Dann ein paar Richttemperaturen, natürlich genau kann man diese nicht definieren, da es natürlich auch vom Produkt abhängig ist, weil, naja, Naturprodukte werden hier überall verwendet in der Küche und somit schwankt das alles, weil das alles Individuen sind. Medium Rare, Medium 54 bis 56 Grad bezogen auf ein Rinderfilet oder ein Rinderstück. Dann haben wir auch ganz wichtige Temperaturen und zwar die vom Eigelb, Eiweiß, Denaturierung, sprich Gerinnungsprozess liegt beim Eigelb von 68 Grad, fangen die ersten Moleküle an zu gerinnen, zu denaturieren bis 82 Grad, bei Eiweiß bei um die 75 Grad. Kann man sich natürlich zunutze machen, indem man das ganze Ei auf 68 Grad genau erhitzt, über eine Stunde lang. Dann wird das Eigelb langsam denaturiert, es wird fest, es gerinnt, es stockt und das Eiweiß allerdings ist noch in so einem leichten Flaum, trotzdem leicht noch glibberig, noch nicht durchdenaturiert. Das ist natürlich ein umgekehrter Garprozess. Haben wir auch Temperaturen von 100 Grad der Siedepunkt. Bei normalem Wasser, wenn wir Salz hinzugeben, erhöht sich der Siedepunkt um ca. 3, 4 bis 5 Grad. Im Schnellkochtopf, im Druckgarer, im Druckkochtopf, durch die Druckeinwirkung erhöht sich der Siedepunkt wiederum, sodass wir das Wasser auf ca. 120 Grad bringen können. Frittieren, backen 140, 190 Grad. Das Ganze geht so weiter hoch und runter mit den einzelnen Temperaturen, dass wir das Ganze so circa bei 1100 Grad langsam die Skala abschließen können bei einer direkten Gasflamme aus dem Bunsenbrenner. Sie sehen, wenn ich jetzt das Temperaturfühler hineingebe, bei genau 100 Grad ist der Siedepunkt, dann der Aggregatzustand von Wasser, vom Liquid, vom Flüssigen ändert sich dann zum Gasähnlichen. Wir können es mal hier reinhalten. Wir sehen jetzt, bei ca. 101 Grad sind wir. Und das ist genau an den Stellen, wo das Ganze blubbert, wo der ganze Gas quasi das in einen Gaszustand übergeht. Das Eis können wir jetzt auch mal gerne messen. Das dürfte jetzt, schauen wir mal, wie viel Grad minus das hat.
kommen wir so auf die minus 17 Grad. Das kommt super mit dem hin, was ich vorhin erzählt habe, mit dem Gesalzen, weil wir es gesalzen haben, ist jetzt minus 10 Grad. Der Frost da war auf ca. minus 2 Grad zuletzt eingestellt, also sprich das Eis hat jetzt nochmal 15 Grad minus bekommen. Das sind die Temperaturen, die super wichtig sind. Pushieren zum Beispiel ist maximal 85, 95 Grad. Dann gibt es natürlich das Dämpfen, das Dünsten, das scharf Anbraten, was mit Fett in einer Pfanne bei 160 bis 230 Grad liegt. Mit Fett bei 230 Grad. Backofen, Haushaltsbackofen kann maximal 250 bis 350 Grad heizen. Deswegen, das sind so die wichtigsten Temperaturen. Alles ist bezogen auf die Temperaturen. Ich denke, da kann man nichts falsch machen, wenn man sich die vorher anschaut. Und natürlich, die ganzen Garstufen beim Fleisch sind alles nur Definitionen von Temperaturen. Körpertemperatur, davon geht viel aus. Schokolade schmilzt in der Hand, genau, weil sie bis 32 Grad noch fest ist, danach 29 bis 32 Grad, dann wird sie flüssig. Wir haben allerdings 37 Grad, das ist recht plausibel. Man sieht hier einfach die wunderbarsten Temperaturen, die am relevantesten sind. Es gibt noch viel weitere, wenn man möchte, kann man sich anschauen. Das ist eine lange Liste. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einiges erklären über diese Temperaturen, dass sie auch wirklich relevant sind und konnte Ihnen auch zeigen, dass es sich lohnt, mit dem Thermometer mal lieber nachzumessen oder auch einfach sich vorher drüber schlau zu machen, warum ich das jetzt gerade oder warum ist das Eiweiß jetzt auf einmal so dunkel oder warum ist das Eiweiß immer noch flüssig, das Eigelb schon geronnen, sprich fest geworden, warum kocht das Wasser nicht, wenn ich das unter Druck stelle. Das sind wichtige Sachen, die in der Küche zu beherzigen sind und dann dürfte eigentlich nichts schief gehen. Ich hoffe, Sie haben aufmerksam alles verstehen können. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ich wünsche Ihnen guten Appetit.